Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir gemeinsam Bücherpost auspacken. Ich habe so viele Pakete bekommen und dachte mir, ach, das verwurschte ich gleich mal zu einem Video. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Die Pakete sind von diversen Seiten, wo man halt so Bücher kaufen kann. Und ich möchte jedes einzelne jetzt gleich mit vollem Genuss mit euch auspacken und gucken, welche Schätze sich drin verbergen. Ich vergesse sowas ja auch gerne mal über die Zeit, wo die Sachen hier liegen, was denn da drin war. Das finden wir jetzt gemeinsam raus. Ich stelle das mal ab, sonst kann ich gar nichts machen und würde sagen, lass uns loslegen. Alle genannten Titel sind in der Infobox verlinkt. Ansonsten schreibt in den Kommentaren, was ihr zu den einzelnen Büchern sozusagen habt. Okay, ich bin dafür, dass wir mit den kleineren Paketen anfangen. Hier ist jeweils, glaube ich, immer nur eine Sache drin. Ich würde sagen, wir starten mit diesem. Und bei diesem bin ich mir relativ sicher, dass ich weiß, was es ist. Ich habe mir nämlich bei Amazon ein Buch gebraucht gekauft, was ich unbedingt noch brauche, um die Reihe zu vervollständigen. Ist nicht mal so, dass es der letzte Band von der Reihe ist. Nein, ist mittendrin der dritte Teil und ich konnte jetzt nicht weitermachen. Das hat mich ungemein gewurmt. Deswegen, ja, habe ich jetzt zugeschlagen. Ich meine, ich habe ungefähr 3 Euro gespart. Das ist jetzt nicht die Welt, aber ist trotzdem gut. So, wir machen mal auf hier. Ja. Ist halt ein Mängelexemplar. Und zwar ist es von Amy Carter, Animox, die Stadt der Haie aus dem Oetinger Verlag. So sieht das Ganze aus. Da ist der obligatorische Mängelexemplarstempel, hat so ein paar Eindätscher hier an der Seite. Ansonsten noch hier so eine leicht angedätschte Ecke, aber im Großen und Ganzen in einem einwandfreien Zustand, der hier von meinem Bücherregal optimal ist und sich dann gut anpasst. Endlich habe ich die Reihe vollständig, kann jetzt weitermachen und freue mich natürlich ungemein. Dann schauen wir in dieses Schätzchen hier rein. Mal gucken, ob ich das irgendwie aufkriege oder ob ich mir dabei jetzt hier gleich die Knochen breche. Boah, die Sachen sind teilweise so zugeklebt, ne? Gar nicht rankommt, das ist... Das hört sich verboten an. Okay, es ist ein Kinderbuch und zwar ist es Mittwoch der 35. Miau, der verfluchte, verfluchste Bachstubentag aus dem Sauerländer Verlag. Das ist dieses süße Kinderbuch. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mir das in der Verlagsvorschau relativ gern angeguckt habe und gedacht habe, jo, witzig. Das Ganze ist so illustriert. Geht um Herr Käsemeer wacht auf, es ist 8:30 und durch das Finster lacht der Sonnenschein. Heute ist ja Mattwoch, denkt Herr Käsemeer, jo, oh, jo, jo, das ist ja Puma, heute habe ich Freu. Und nach einem leckeren Frühstück mit Schokomolch und Haferflecken geht sie los, die verrückte Wunderschaft durch den Wild mit Klopperschlingen und Knallblätterpilzen, Mimimi trägt ihre bunte Seifenbluse und wartet schon mit Wickelpudding in Vanillesuse. So verrückt ist es nur am Mattwoch, dem 35. Miau. Hört sich total gut an. Ich freue mich drauf. Mal gucken, was Olli dazu sagen wird. Und nehme das Ganze mit sehr viel Humor, denke ich. Nun machen wir weiter mit diesem dicken Paket hier. Das Cuttermesser ist schon parat. Oh, vielleicht ein bisschen weit rausgeschoben. Reicht auch so. Wir schnippeln es vorsichtig auf, ohne dass ich mir jetzt in den Bauch das Ding hier ramme. Und machen noch die letzte Seite auf. So. Ach, das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht, dass wir zusammen Bücher aus Kisten ausgepackt haben. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal bei Schokibooks noch gemacht. Das ist echt, das weckt Erinnerungen und fühlt sich irgendwie ganz gut an. Ich packe das Paket mal nach unten und dann schauen wir rein, was so drin ist. Auch hier war ich im reinen Vervollständigungsmodus unterwegs und zwar habe ich mir Band 10, Mein Glück mit dir von Mary Force, Lost in Love, Green Mountains Reihe und Band 11, Nur Augen für dich, auch von Mary Force aus dem Fischer Verlag bestellt. Beide sind in einem guten Mängelexemplarzustand. Ich musste einfach zuschlagen. Ungefähr so, ja, 50% günstiger gewesen. Ich, ja, habe mir bislang die Folgebände fast alle als Mängelexemplare geschossen, einfach weil sich das relativ gut rentiert und das auch gut geht, weil die irgendwie immer verfügbar sind. Ja, freue ich mich drauf. Muss ich unbedingt mit weitermachen.
Und ich glaube, es gibt mittlerweile ja auch schon Band 12, wenn ich mich recht entsinne. Weiß ich gar nicht. Ich guck mal rein. Jeder Schritt zu dir ist Band 12 und ist letztes Jahr im Oktober erschienen. Ich weiß nicht, ob da auch noch ein Band 13 kommt oder ob es mit Band 12 dann tatsächlich sein Ende gefunden hat. Vielleicht weiß es einer von euch, dann könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Kann ich jedem Redwood-Fan einfach nur empfehlen. Sind schöne Romance-Titel. Wir machen weiter mit der Liebe. Und zwar habe ich mir dann noch zwei Bände einer Trilogie bestellt. Ich weiß gar nicht, wer Band 2 und Band 3 ist. Das hier ist der zweite. Und zwar Love is Bold von Katinka Engel. Du gibst mir Mut aus dem Piper Verlag in dieser wunderschönen Ausgabe. Und Love is Wild. Uns gehört die Welt, auch von Katinka Engel aus dem Piper Verlag. Ja, Band 2 und 3, den ersten habe ich hier stehen. Der wartet schon darauf, dass ich ihn lese. Ich dachte aber, ich vervollständige die Reihe erstmal. Ging jetzt auch gut. Beides, wie gesagt, wie vorher schon Mängelexemplare, auch ungefähr 50% günstiger. Dieses hier, wartet, hat etwas gelitten. Da sind die Seiten ein bisschen umgeknickt. Aber das ist nichts, was man nicht richten kann. Was ist so doll verunstaltet, dass hier gar nichts mehr geht? Das ist zum Glück heilbar. Mit einem bisschen Druck nachher im Bücherregal geht das von ganz alleine alles wieder relativ in seine Bahnen. Das ist ganz gut. Ja, freue ich mich drauf auf diese beiden Titel. Muss natürlich erst den ersten lesen und wollte vorher Finde mich jetzt lesen, also diese Trilogie, denn die hier ist ja erst danach erschienen. Dann habe ich mir noch von Lilly Lucas bestellt New Horizon. Ich habe New Begins und New Promises. Ich weiß gar nicht, ob das hier der dritte oder der vierte ist. Es ist der vierte. Mir fehlt jetzt noch New Dreams. Das ist aber nicht so schlimm. Ich habe auf jeden Fall diesen hier schon mal da. Die sollen ja auch richtig, richtig gut sein. Es gibt ja einige, gerade auf Bookstagram, die diese Reihe wirklich hoch loben und immer wieder in die Kamera halten. Von daher kam ich nicht um drum herum, mir das jetzt auch noch zuzulegen. Ist, wie gesagt, der vierte, meine ich, von vieren. Sieht auch gut aus. Hat hier unten den obligatorischen Mängelexemplarstempel. Ansonsten einwandfreier Zustand. Sehr New Adult-lastig, aber im Frühling lese ich ja auch gerne und viel New Adult, genau wie im Sommer. So, und dann kommen wir schon zum vorletzten Titel. Das nächste ist noch ein Bilderbuch. Und zwar ist das This is Our Show von Anne Lück aus dem Knauer Verlag. Das ist ja ihr Erstlingswerk sozusagen, ihr New Adult-Werk. Ich bin sehr neugierig drauf und hoffe, dass das wirklich gut sein wird. Ich kann euch ja mal vorlesen. Auf der Flucht vor einer Entscheidung, die sie einfach nicht treffen kann, landet die 20-jährige Dawn im Jacks. In der warmen und herzlichen Atmosphäre der Bar mit ihrem bunten Publikum fühlt Dawn sich zum ersten Mal frei und gleichzeitig geborgen. Das liegt nicht zuletzt an Silas, dem zurückhaltenden Besitzer der Bar, der ihre Liebe zu Büchern teilt. Ehe Dawn sich versieht, hat sie sich ins Jacks verliebt, in die roten Samtvorhänge, die schillernden Gäste, die Drag-Queen-Abende und auch in Silas. Doch nicht nur Dawn verbirgt ein Geheimnis und die scheinbar heile Welt des Jacks ist von mehr als einer Seite bedroht. Das Buch hat hinten einen Schnitt, aber den sieht man kaum. Mängelexemplarstempel, ein paar Einstanzer. Guter Zustand, ich freue mich drüber und freue mich auf diese Geschichte, die sehr locker, leicht und ja, wunderschön klingt und hoffentlich auch ein bisschen was mit Musik zu tun hat. Ich glaube, das konnte ich mir gratis aussuchen. Einfach ab einem bestimmten Bestellwert hat man das ja und habe mir rausgesucht. Die liebste Mama der Welt oder der liebste Papa der Welt von Eleni Livanius und Susanne Lütje aus dem Oettinger Verlag. Einfach nochmal so ein kleines süßes Kinderbuch. Geht ja immer, ne? Ganz niedlich illustriert. Für umsonst passt das schon. Hier sind immer Mamas und Papas mit ihren Kleinen. Richtig schön. Mag ich gern. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht von der anderen Seite. Ja, hier geht es auch so weiter. Bin ich schon sehr gespannt drauf, werde ich Olli auf jeden Fall die Tage mal vorlesen. Und der liebt das ja. Der setzt sich manchmal hin und erzählt die Geschichten dann selber nach einer Zeit. Das ist total niedlich. Ich mag das super gerne. Und er hat jetzt einfach auch so ein schönes Alter, wo Vorlesen richtig, richtig Spaß macht. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Paket, was ich hier noch in der Warteschleife habe. Auf das habe ich wirklich, wirklich lange gewartet. Meine Güte.
Und zwar ist es diese Schönheit, Chester Fandoms. Ja, Adventskalender. Passt irgendwie nicht richtig, aber naja. Ich mach's mal auf. Ach, Geräusch, oder? Das ist so Herzklopfen. Das ist wie Weihnachten, Geburtstag und alles gleichzeitig miteinander. So, jetzt muss ich doch mal gucken. Ich öffne es. Und wir finden nur Füllmaterial. Ah, passt auf. Ich versuche das jetzt mal ganz gekonnt, alles mit einmal in das andere Paket zu werfen. Hat gut geklappt. Dann haben wir hier noch die obligatorische Knisterfolie. Und dann erwartet mich diese wunderschöne Schönheit hier, nämlich von Jennifer Armentrout, Blood and Ash in der Limited Edition. Ach, mit diesem wunderschönen Buchschnitt. Ich liebe es. Es ist so schön. Und da ich natürlich nicht umhin kam, nicht nur den ersten Teil in so einer schönen Ausgabe zu haben, sondern auch den zweiten, Flash and Fire. Liebe kennt keine Grenzen, aus dem Heine Verlag, habe ich mir natürlich auch den zweiten in der Limited Edition geholt. Ja, jetzt habe ich sie beide hier. Den ersten hatte ich tatsächlich schon. Ist egal. Den verkauf oder verschenke ich einfach oder verlose ihn an euch. Ich muss mal gucken. Irgendeine Lösung findet sich da schon. Aber ich kam echt nicht umhin. Vielleicht kennt es der ein oder andere. Das sind wahrlich Schinken. Wie viele Seiten hat der erste? Der ist noch nicht so dick wie der zweite. Der hat schon 670 Seiten wohlgemerkt. Der zweite hat dann... Wartet. Blätter. Boah, 796 Seiten. Und dann kommt bald Crown and Bones raus. Der dritte. Und dann geht es ja noch weiter. Ich habe gesehen, im englischsprachigen Raum sind noch viel, viel mehr rausgekommen. Das ist da drin. Sehr hübsch. Exklusiv-Illustration vorne auch. Was ist denn bei dem anderen drin? Wartet. Ich muss die hier immer so ein bisschen tauschen. So, gucken wir noch mal rein. Oh mein Gott. Wie schön. Ach, ich liebe sowas, ne? Damit kann man mich echt locken. Da werde ich schwach. Ich kann nichts dagegen. Da werde ich wirklich, wirklich schwach. Da kann ich nichts gegen machen. Ja, ich freue mich über diese ganzen neuen Bücher, die hier eingezogen sind. Werde sie hoffentlich alle gut behandeln und bald lesen. Das ist ja immer meine Intention. Und freue mich auf jeden Einzelnen. Hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Bin gespannt auf eure Kommentare und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Bye.